Einfach hier durch. Oha. Oha. Da hängen sie schon. Apokalypsen-Freunde und herzlich willkommen zu Metro Exodus. Es geht weiter. Wir haben ja in den letzten Part ein paar Banditen erledigt. Und ich habe mich jetzt ein bisschen nochmal Tastaturbelegung angeschaut und ich weiß jetzt auch, wie alles funktioniert. Super klasse, super toll. Und wir starten ja jetzt. In der letzten Folge waren wir ja noch hier oben, haben ein bisschen den Dämon bekämpft, der jetzt da hinten gestorben ist. Und ihr seht, ich habe jetzt einen Laser an diese Druckluftpistole dran gemacht, oder Druckluftgewehr, sagen wir es mal so, ne? Und wie ihr seht, wir sind jetzt ziemlich nah hier an dem Werk dran. Wir müssen jetzt hier aufpassen, weil die Viecher, die sind nervig. Mit dem Vogel los, kann der nicht fliegen, oder was? Geht nicht. Siehst du, ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Ich habe es total verpeilt, hey. So, wir schwimmen jetzt mal einfach hier rüber. Oder besser gesagt, wir gucken erstmal, was hier noch drin ist. Achso, wir haben unten noch gar nicht geguckt in dem Ding. Ah, fuck. Das habe ich noch voll vergessen. Ah, hier können wir auf jeden Fall nochmal pennen. Hier ist nochmal eine Werkbank. Die werde ich dann nochmal schnell die Waffen reinigen, bevor wir dann rausgehen. Weil die anderen zwei Waffen, die sind ziemlich dreckig. Die sollte ich mal wieder putzen. Weil putzen ist hier auch so eine Sache, die musst du wirklich machen, weil sonst gehen die Waffen, machen die irgendwann keinen Damage mehr. Ah ja, genau, hier war ja nichts mehr sonst. Na gut, ist eigentlich relativ egal. So, cool. Dann gehen wir schnell hier runter, machen noch ein kleines Nickerchen, damit wir stark ausgeruht sind. Machen schnell die Waffen sauber und dann geht's auf jeden Fall los zu den Sektenführern. Und ich bin so gespannt, was ist denn alles. Okay, da können wir nichts mehr herstellen. Ja, tun wir mal reparieren. Verstärkter Helm. Jawohl. Elektronische Ausrüstung. Patronengurt oder Wurfwaffenharnisch. Zusätzliche Riemen für Taschen für Wurfwaffen ermöglichen es dem Träger, die Anzahl der getragenen Granaten und Messer zu verdoppeln. Mal Patronengurt ist, glaube ich, erstmal besser. Kompass. Metalldetektor. Ursprünglich wurde er auf dem Bergbau für Armschutz. Wir machen. Lass noch den Kompass, glaube ich, dran. Ja, wir lassen den Kompass, glaube ich, dran. So. Reinigen. Oha. Drück doch F. Ach, wir haben keine Chemikalien mehr. Stahlkugeln. Okay, was brauchen wir denn da? Zum Reinigen. Hier okay, brauchst du immer zwei zum Reinigen. Geile Sache. Jetzt sind wir ja so gut vorbereitet. Naja, gut. Ich denke mal, wir müssten dann nochmal einen kleinen Abstecher machen. Das wird dann doch noch nicht zur Fabrik gehen, sondern wir werden uns hier noch kurz ein bisschen umgucken, damit wir einfach ein bisschen Chemikalien jagen können. Okay, die sind mächtig. Die Viecher. Die müssten wir jetzt nicht unbedingt umbringen. Wir könnten jetzt noch darüber gehen. Oder wir könnten jetzt auch da hinten lang gehen, da wo die Ghule waren. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal hier rum zu den Ghulen. Vielleicht finde ich ja hier noch ein bisschen was. Zum Einsammeln.
Na, hier ist auch nichts mehr. Ja, können wir da hinten reingucken. Da haben wir schon mal 8. Ja, weil ich vorher keine Medikamente mehr gehabt habe, da habe ich einfach alles investiert und wusste ich nicht mehr, dass es beim Putzen ja auch viel Chemikalien braucht. Ey, hör auf mit Stein zu werfen, Mann. Oh, die kommen. Die kommen. Hoch, hoch, hoch. Alter, geh doch da hoch, Junge. Was ist los mit dir? Die wollen aber nicht tot gehen, ne? Noch da hoch, Junge. Auch keine Mühe mehr. Wo ist er denn jetzt? Da kommt der. Alter, ich treffe den. Was ist denn das hier? Ihr habt gerade selber gesehen, ich habe gerade 5-mal auf den drauf geschossen. Voll in den Kopf rein. Das Problem ist, dass die Viecher keine Munition dabei haben. Und die kosten so immens Muni. Ich hab's ja gerade selber gesehen. Das ist abnormal. Gut. Machen wir jetzt erstmal wieder Munis. Oha. Guck mal, wie der aussieht. Ziemlich weiß. Normal müsste ich ja da gar nicht reinlaufen, aber ich brauche die Chemikalien noch. Das ist das. Okay, der Geigenzähler zeigt an. Das ist
hier ein bisschen extrem ist. Ja, was heißt extrem? Also, wir sagen mal so, es geht noch, ne? Okay, weiter sollte ich nicht rauslaufen, weiter ist es zu extrem, zu heiß. Ich glaube, wir gehen mal da lieber zurück. Schnell raus hier. Sonst gibt's noch Ärger. So. Nehmen wir einfach die Gasmaske wieder ab. Alter, der schreit wegen jedem Kack rum, ey. So, dann haben wir das auch erledigt, zum Glück. Und dann können wir hier mal so gucken. Alter, das ist schon ein Riesending, ne? Okay, das... Alter, das ist schon heftig, ne? Naja, gut. So, jetzt gehen wir schnell Waffen putzen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so allzu viel kostet. Wie viel haben wir denn jetzt? Fast sauber. Eieiei. Gut, die ist auf jeden Fall schon mal wieder sauber. Die auch. Und die, okay, da müssen wir dann nachher gucken nochmal, dass wir irgendwo was finden, wo wir sauber machen können. Weil das ist halt wichtig, dass die Waffen auch sauber bleiben, ne? So, auf geht's, meine Leute. Ab! Die Post. Hier rüber. Einfach hier durch. Oha. Oha. Da hängen sie schon. Oha. Also soweit wie ich ja in den letzten Part herausgefunden habe, ist es ja so, dass die ja die Menschen verfüttern an so einem riesen Wal. Ich hoffe mal, dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen. Na, nicht denn. Ich will ein bisschen was sehen. Eieieiei. Ja, und alle, die halt natürlich da was gegen die Sekte sagt, natürlich, ne? Er ist halt ein Ketzer. Das ist ja natürlich logisch. Gule ohne Ende. Müssen wir aufpassen. Ach shit, weiter kommen wir ja gar nicht hier, oder wie? Scheiße. Ein Dämon ist auch hier. Alter Falter. Warte mal, die Pilze, die kannst du doch mitnehmen, ne? Jawohl. Stimmt, das war ja so.
Mal auf mal mit Scheiße zu werfen, ich bin's wohl. Weißt du, Artyom, der kann halt auch nichts ab. Gerade hier ein bisschen Ding farmen hier, ja. Kann ja nichts machen. Ja, wir haben ja vorher schon die Kuhle gesehen. Geh mal hier hoch. Ah, das ist der Schlüssel. Geil. Jawohl. Nachtsichtgerät. Shit. Die machen ja Experimente mit den Viechern oder was? Spinnen die eigentlich? Die spinnen doch. Die Hundlinge. So, zack. Oh, wir haben wieder neue Teile für Dinge oder was? Geilo. Standardlauf und Mündungsbremse. Langer Lauf und Mündungsbremse. Mit Schaden. Wer macht am meisten Schaden, oder? Jawohl. Dann messen wir jetzt mal. Magazin. Aber bloß. Ja, seine Stabilität, das ist ja jetzt mal egal. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen längeren Lauf. Das heißt wieder mehr Schaden, meine Freunde. Mehr Schaden. Ist das geil. Wow. Auf jeden Fall Haufe Tote. Warum auch immer hier Tote sind. Man weiß es nicht. Darüber kann ich nicht, oder? Ah doch, hier geht's weiter. Oh, die ist von der anderen Seite durch, okay. Gut. Dann brauchen wir das jetzt noch nicht. Auf jeden Fall sehr nice, dass wir jetzt schon mal das hier haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir noch irgendwie so einen riesen Wal kämpfen müssen oder sowas. Dass jetzt noch irgendwas passiert. Das, was wir nicht gefasst sind. Ja. Erstmal den Pilz hier nehmen. Ah. Da geht's dann weiter. Okay, perfekt. Jetzt gucken wir nach oben noch.
Was gibt's denn hier noch so Schönes? Hier liegt bloß einer. Ja, so sehen wir auch am Meer, ne? Erstmal. Bisschen zwar überbelichtet, aber egal. Ja doch, das ist besser. Uha. Der hat ein besseres Magazin gehabt, glaube ich. Du hast eine Granate gefunden. Ich drück jetzt hier, um eine Granate auszuwählen. Jawohl. Den müssen wir wahrscheinlich in sein Maul werfen. War mir jetzt so klar, dass da der Riesen. Axiom, Axiom! Bitte kommen! Dein Signal wird schwächer! Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Das Riesending, Alter. Sie einfach nur verpissen. Zappel mal da nicht so rum, Mensch. Man muss alles ausschalten, was man zum Ausschalten kriegt, ne? Man darf dann nie vergessen. Okay. Aber ich kann doch dann auch die Leiter hochlaufen, oder? Aber ich glaube, da komme ich hoch zum Turm. Ich kann nicht schon hören, Kumpel. Oh, ihr wisst doch, dass der Atom nicht hier gerne redet. Jetzt muss ich wieder runter, oder was? Nee, da lang. Ja. Thank you.
Alter, und du überlebst noch, oder was? Halt's Maul. Der Sau weg. So ein Sauhaufen. Da ist keine Muni mehr. Ah, das ist schon geil, wenn du einen Sniper hast, ey. Ah, ich liebe es mit Snipern. Oh, Alter, kommt noch mehr. Wo kommen denn die alle her, ey? Alter Junge. Weg mit dir. Aber auch nach nicht so vorteilhaft. Wenn sie zu nah sind, ne? Warte mal, kann ich eigentlich die Gasmaske abziehen jetzt, glaube ich, ne? Da sehen die es nicht so. Aber wir sehen alles. Das ist gut. So, Leute. Ich würde, glaube ich, an der Stelle einfach mal einen kurzen Cut reinhauen, weil wir so ein ziemlich lange das Material wahrscheinlich haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüssi.